Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und heute haben wir noch eine zusätzliche Spieler-SBC mit Farid Bolaya. Er hat eine Tots-Moment-Karte bekommen und die schauen wir uns natürlich an und wir gehen auch gemeinsam in seine SBC-Lösung. Aktuell kostet euch die Karte circa 150 bis 160.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Gerade wenn zum Beispiel das Premier League Tots veröffentlicht wird und einige auch die aufgesparten Packs öffnen werden, dann kann sicherlich der Markt noch etwas nach unten gehen und Highrated, die wir hier für den einen oder anderen benötigen, sicherlich nochmal etwas nach unten treiben. Okay. Soweit dazu und jetzt schauen wir uns die Spiele an. Ich habe damals, er hat auf jeden Fall eine 82er POTM-Karte erhalten und die habe ich in dem ein oder anderen Freundschaftsspiel schon verwendet und ich muss sagen, er spielt sich richtig gut. Nicht nur aufgrund seiner 5-Sterne-Skills, sondern auch einfach mit seiner Beweglichkeit, da bringt er auch sehr, sehr viel mit. Schwacher Fuß, 4 Sterne hat er auch. Arbeitsraten hoch, mittel, lässt sich hervorragend auch auf dem Flügel oder auf der Stürmerposition spielen, da habe ich ihn auch gespielt, FC Metz und Algiere, lässt sich daher hervorragend natürlich mit Atal verlinken, hat da einen Strong Link und Tempo, ja, nochmal ein ordentliches Upgrade, 92 insgesamt, Antritt 93, Sprintgeschwindigkeit 92, das sieht richtig stark aus, auch die Passwerte, super. Dribblingwerte 96, Balance 90, da muss man nicht viel sagen, 86 Ausdauer ist in Ordnung auf jeden Fall, kann man noch verwenden, was heißt verwenden auf jeden Fall, ja, das ist schon ganz gut. Ansonsten, ja, wer mag und noch ein bisschen mehr Pace drauf machen möchte, kann sich vielleicht ein Engine oder ein Hawk eher noch drauf machen, damit pusht man noch ein bisschen die Schusswerte, in dem Fall wären es dann nochmal auf die Longshots. Nochmal plus 10, Finishing plus 5, Positioning im Allgemeinen nochmal plus 5, also gar nicht so verkehrt, ihm einen Hawk zu geben. Und er hat auch zwei offensive Trades, die wir gar nicht, also die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, Flair und den Außenrisschuss und dazu noch die den CPU gesteuerten Dribbeltechnik. Ja, das war's soweit und jetzt zu der einen SBC, die wir da zu lösen haben und die sieht wie folgt aus. Wir brauchen einen Liga Aubaïts Spieler, also erste französische Liga, also Ligue 1, genau, jetzt habe ich es richtig, Team of the Week, mindestens ein Spieler hier mal Trossard gewählt. Habt ihr vielleicht einen anderen ZOM mit 82 oder höher? Ich denke, ein ZM wird auch funktionieren. Habt ihr den Untrade, dann sollte das von der Chemie auch funktionieren. Dann müsst ihr den euch nicht kaufen, aber er ist auch nicht gerade teuer, vielleicht so 16.000, 15.000 Coins. Team Chemie 60 und Anzahl der Spieler natürlich 11. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür ganze 3 bzw. 4 Tage nach Release Zeit, diese Aufgabe abzuschließen. Also wartet vielleicht noch, bis das Premier League Tots veröffentlicht worden ist. Und dann spart ihr euch sicherlich nochmal so 10.000 oder 15.000 Coins. Okay, jetzt legen wir los. Let's go. Und damit sind wir schon durch und damit haben wir die SBC von Farid Bolaya erfolgreich abgeschlossen und ihr könnt euch den Spieler euer eigen nennen. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sollte ich einige Upgrades machen und mir ein paar Spieler dadurch mit dieser SBC etwas günstiger gestalten, dann würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es das getan hat und ihr vielleicht auch dank mir zur richtigen Lösung gekommen seid, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige SBC-Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.